Guten Morgen aus San Jose. Heute ist der letzte Tag in San Jose. Ehrlich gesagt muss man sagen, eigentlich praktisch kein Tag mehr, weil ich reise jetzt ab nach San Francisco. Die Koffer sind gepackt. Ich habe tatsächlich alles untergekriegt. Und weil heute Sonntag ist, werde ich ein nicht ganz so langes Videolog heute machen. Man braucht ja mal ein bisschen Pause. Aber ein bisschen was aus San Francisco werden wir natürlich noch sehen. Also viel Spaß. Schon in San Francisco angekommen. Sieht jetzt ein bisschen steril aus, das stimmt aber gar nicht. Das ist der Raum, den ich bei Airbnb gemietet habe. Hier bin ich bei Tiffany und hier gucken wir mal aus dem Fenster. Das wären nochmal zweieinhalb schöne, wunderschöne Tage in San Francisco. Ich freue mich drauf. Und ein paar Bilder gibt es heute auch noch aus der Stadt. Jetzt aber erstmal auspacken. Herzlich willkommen in San Francisco und ihr seht schon, die Straßen von San Francisco sind unfassbar steil. Bin ich froh, dass ich hier nicht selber Auto fahren muss. Der Plan für heute ist ganz wenig. Ich werde jetzt zum Embarcadero fahren und dort in ein Museum gehen, wie man das schön am Sonntag macht. Mehr steht eigentlich gar nicht an. Jo, dann bis gleich am Museum. So, angekommen am San Francisco Ferry Building. Ich habe konstant das Gefühl, ich bin in Watch Dogs 2, weil alles sehr, sehr ähnlich aussieht. Aber ich kenne das ja schon. Früher war das, wo ich jetzt hier bin, ein Geheimtipp. Vielleicht hätte ich es nicht in meinen Videos erwähnen sollen. Weil hier kann man tatsächlich einen wunderbaren Blick auf die Bay Area haben, ohne dass man ständig belästigt wird. Hier, also das Einzige, von dem man belästigt wird, sind irgendwie die Möwen. Aber das ist leider nicht mehr so, weil hier jetzt schon sehr, sehr viele Leute sitzen. Aber ich werde mich mal einen Augenblick hier hinsetzen und den Blick genießen. Und das solltet ihr auch tun. Genießt einfach ein bisschen den Blick auf die Bay Area. Heute lassen wir es ja tatsächlich ruhig angehen, aber hier ist das Golden Gate Ferry Terminal und da gibt es Fahrten nach Sausalito und nach Larkspur. Ich glaube, so wird es ausgesprochen, Larkspur. Und damit haben wir schon einen Plan für morgen oder übermorgen. An einem dieser beiden Tage werden wir da hinfahren. Da soll es ein Shopping Center geben und Sausalito ist ja auch an sich eine Reise wert. Das sind allerdings zwei unterschiedliche Haltestellen, muss man also zweimal von hier aus dahin fahren. Und es kostet auch nur $11, das lässt sich bezahlen. Aber das machen wir dann erst morgen. Jetzt gibt es einen Kaffee und dann gehen wir mal ins Mechanical Museum. Oder Musée Mechanical oder so ähnlich, wie der Franzose sagen würde, ich weiß nicht. Mechanical, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber das gehen wir jetzt mal angucken. So, in San Francisco heißt es übrigens, und das nicht ohne Grund, Eat and Drink Local. Deswegen habe ich hier einen Kaffee der Blue Bottle Company bekommen. Und ihr seht ja das Muster, sowas kriegt man bei Starbucks nicht. Hier gibt es kein Starbucks. Also hier gibt es natürlich Starbucks, aber nicht hier im Ferry Building. Deswegen gibt es jetzt einen Kaffee von der Blue Bottle Company. Und ich kann sagen, er schmeckt gut. Okay, ein bisschen chillen.
mit einem Blick auf die Bay. Und dann geht's in das Musée de Mécanique-Gedöns halt. Da werden alte Spielautomaten ausgestellt. Das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. So, hier ist noch eine Bank frei. Da setzen wir uns jetzt hin. Ah, da kommt schon der Idiot und will, drängelt sich vor. Okay, dann setzen wir uns halt in den Schatten. Das ist viel besser. Soll der Idiot doch in der Sonne sitzen? Sitzen wir hier schön im Schatten. So. Achso, ihr wollt sehen, wie das da aussieht. Ja, Moment. Das ist der Blick. Alter, ist das windig hier. Ey, das gibt's ja überhaupt nicht. Ich hatte ja eigentlich vor, meine Drohne hier fliegen zu lassen, aber das kann ich heute natürlich komplett vergessen. Aber vielleicht ja die nächsten Tage. Mal schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Aber schön sonnig ist es. Und ich habe die ganze Zeit immer noch das Gefühl, ich bin in Watch Dogs 2. Ich muss nachher noch das Spiel nochmal spielen. Ich habe meine Konsole vergessen, stimmt. Ich brauche noch mehr Koffer für das ganze Gedöns, was ich habe. Nein, ich habe übrigens tatsächlich meine Koffer gerade so voll gekriegt. Das nur so am Rande. So, jetzt geht's zu Fuß zum Pier 39, ist das glaube ich, oder Pier 38, wo dieses Museum ist. Genießt ein bisschen derweil den Blick hier auf San Francisco. Auf dem Weg zum Museum musste ich durch diesen touristischen Wahnsinn, aber ich habe was Praktisches gefunden. Und zwar, mal sehen, ob ich das nachher ausnutzen kann. Diesen Greenscreen, ich sehe überhaupt nicht. Diesen Greenscreen. Das heißt, da könnte ich nachher was anderes einblenden. Das werde ich natürlich probieren. Greenscreen ist sehr, sehr praktisch. Für alles. Schauen wir mal. So, da sind wir endlich. Jetzt geht's in das Musée Mécanique. Ich glaube, so wird es richtig ausgehört. Musée Mécanique, wo es Arcade-Automaten zu bestaunen gibt. Und ich meine, wer will das nicht sehen? Also ich gehe da jetzt mal rein. Apriétala, lo más fuerte que pueda. ¡Bien, Juan!
ist irgendwie schön, diese ganzen alten Maschinen nochmal in echt zu sehen. Heutzutage haben wir ja diese ganzen Spiele auf allen möglichen Emulatoren, aber hier kann man sie tatsächlich noch spielen. Und es sind nicht nur die Videospiele, sondern hier sind auch ganz alte mechanische Spiele. Zum Beispiel habe ich gerade festgestellt, gibt es einen Greifer hier, also einen Automat mit so einer Klammer, heißt auch The Iron Claw, die eiserne Klammer, kostet 25 Cent. Und ich weiß ja, dass mein lieber Freund Jens Uwe Krause dieses Video guckt. Und lieber Juck, ich fordere dich zu einem Remote-Duell heraus. Ich werde jetzt im Iron Claw etwas greifen. Mal sehen, ob es mir gelingt, mit einer Hand zu filmen und mit der anderen Hand zu greifen. Werden wir sehen. Juck. Das mach mal nach. Muss allerdings herkommen, glaube ich. Sehr, sehr geil. Endlich mal so was Ungewöhnliches. So, weil wir heute nicht so viel machen, geht es jetzt noch für mich nach Chinatown zum Souvenir-Shopping. Für euch allerdings ist das Videolog für heute beendet. Ich wünsche also einen schönen Tag. Morgen gibt es ein neues Videolog und ich bin sehr gespannt auf die Antwort von Jens Uwe zu unserer Greifer-Challenge. It's alright.